Jetzt werden wir mal ein paar Depots hier unten sammeln. Wir haben jetzt die netten Orbital-Depots. So, jetzt fail. So. So. Die Gebäude brauchen wir noch nicht. So, da brauchen wir jetzt hin. Dann hätten wir erstmal Versorgung für eine Weile. Das ist halt das Schöne, dass man hier wirklich keine Bauzeit mehr hat an sich. So, den Panzer kann man auch rausklappen. Neue Kleber nachproduzieren. Und ja, eigentlich das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad noch ganz gechillt. Hier drüben ist mein Tempel, den kann man mit irgendwelchen anderen Einheiten nicht angreifen. Weil wer jetzt versucht, hier mit Panzern und vorzufahren, begeht höchstens der Gefahr, dass die Panzer kaputt gehen durch die Protoss. Aber ja. Der macht 33 Schaden mit einer Waffengeschwindigkeit von 1 und hat eine Reichweite von 100, das heißt über die komplette Map. Man sieht, dass so ein Panzer gerade mal eine Reichweite von 13 hat. Das wäre dieser Bogen. Also vom Panzer die Mitte quasi, das ist der Durchmesser 13. Weil der Radius ein bisschen fällt. Ja, gucken, kann man es genug kaufen. Ein paar Waffen. Brauchen wir das mal? Das brauchen wir ja für die Tore. Hier muss ich dann, glaube ich, auch mal ein bisschen neues Zeug ranholen. Müssen wir mal schauen. Wenn wir dann wieder Schiffsmesse sind. Aufgedankt und einsatzbereit! So, ja. Also, hier sieht man quasi, hier tun die Protoss zum Teil auch mobilisieren. Auf Brutal wird das dann eine ziemlich böse Angelegenheit, weil man dann von allen Seiten angegriffen wird und da ist der Laserdrucker, sage ich schon, der Laserbohrer. Quasi muss man dann ständig damit auch die Einheit weghauen, weil sonst ja, kommen die ein bisschen weiter als der jetzt gerade. Wann geht's los? Und man braucht dann auch viel, viel mehr Air Defense, weil die Protoss kommen ja auch mit Luftangriffen rein. Lauter! Und das ist dann nicht so, naja, wenig, sage ich mal, wie das jetzt hier ist. Nämlich mit, naja, vielleicht ein Scout oder so, der da mal angedüst kommt, sondern da kommen dann Träger mit. Die kann man zwar auch mit dem Laserbohrer runterschießen, aber das ist halt, umso länger dauert es halt, um das Ding durchzuschmelzen. Die Evil Dogs hätten wir eigentlich schon. Waffenlager ist fertig. Müsste unsere Tore leiden, gleich einsatzbereit sein. Wir bauen aber jetzt erstmal hier noch eine Raffinerie hin. Warum? Ganz einfach, da wir ein bisschen mehr Vespingas kriegen, weil das Mangel, das ist jetzt extrem knapp. Das sind Archons, die haben Haufen Life. Ihr wollt entweihen, was den Göttern gehört? Aktuell durch Moderat haben wir halt noch wenig. Das sind Archons. Unsere Männer werden keine Chance haben, wenn ja, sie zu nahe sieht, kommen. Ein so eine Kanone macht 60, das heißt, alle drei Panzer, einmal komplette Entladung auf so einen Archon ist der tot. Okay, das passt ziemlich genau. Dreht den Laser um. Wir können ihn benutzen, um die Teil jetzt haben wir die manuelle Kontrolle, die sollen jetzt mal am Arsch vorbeigehen. Eigentlich sollte man das locker überleben. So, wir haben hier 1, 2, 3, da brauchen wir einen Panzer und dann bauen wir ein Tor, damit der das erkunden geht und der hat dann auch genug Durchschlagskraft. Und ja, jetzt werden quasi die Eichhörnchen in Bewegung gesetzt. Da wäre der erste kaputt. Und wie gesagt, den Laserbohrer müssen wir jetzt dann umdrehen. Da können wir lieber einfach durchbohren. So. Ich weiß gar nicht, was für eine Mission dann danach kommt. Kann sein, dass dann schon die Mission auf dem, wie heißt er? Oh Gott, auf dem Planeten. Na, komme ich jetzt nicht, dort wohl quasi eine Feuerwelle, dann kommt, wenn man entfliehen muss, wo man dann die Banshees kriegt. Und danach, also wenn ich dann die Banshees hab, aufgedankt und einsatzbereit, kommt dann die Meinhof-Mission und die werde ich vielleicht auch auf Portal spielen. Weil ich die eigentlich ganz lustig finde, besonders mit Belagerungspanzern und
Ja, Banshees, das kann ich euch dann aber alles zeigen. So, Yama Hellstorm Raketenbatterie. Ja, Angriffe 8, Schaden 1, ist nicht so doll, aber das ist halt das Upgrade. Titangehäuse und Detect, das ist klar. Kapillarraketen sind die Main-Raketen und ja. Hier sieht man, die erste Schicht quasi wurde durchtrennt, jetzt bohrt er sich weiter. Die zweite und dann noch die dritte später. So, unser Panzerlein ist fertig. Jetzt wird ein Tor produziert. Was ist das Ziel? Hinsetzen. Jetzt kann ich euch ja mal demonstrieren, da ich jetzt viel Zeit und Langeweile habe. Was ist, wenn man. Hier ist der Tor. Wenn man mehrmals quasi auf eine Einheit draufklickt. Ich hört einfach mal zu. Ich höre. Was ist das Ziel? Du, aktuell noch ein bisschen langweilig? Was gibt's? Na komm. Warum läufst du nicht mal 30 Meter raus ins Feld und hältst kurz still? So. Was ist denn jetzt? Ich liebe den Geruch von brennenden Wracks am Morgen. Das sind dann quasi von Blizzard die anderen Sachen, wenn man mehrmals drauf tritt. Ich muss dich nicht abknallen. Ich kann dich auch einfach nur plattwalzen. Mann, ich stehe einfach drauf, Sachen in die Luft zu jagen. Alarm. Feindliche Luftanhalten. Och, halt doch deine Schnauze. Flucht. Von wegen Lufteinheiten. Das sind Transporteinheiten. Benutzt den Laser und schießt sie ab. Ist egal. Ich hab dich lieb, Panzerchen. Jetzt ist er wieder durch. Jetzt muss er nur noch schießen und... Wir sind Weltmeister! Meine Kumpels und ich haben uns gestern mal wieder so richtig abgeschossen. Es ist allerhöchste Zeit, ein bisschen planlose Selbstjustiz walten zu lassen. Bei Feuer frei bin ich dabei. Bei Achtung halt bin ich im Wald. Ach egal, was willst du überhaupt? Was jagen wir hoch? So, und jetzt sind wir quasi wieder am Anfang der Geschichte. Also das ist der Panzerkommando, den finde ich eigentlich noch mit am besten. Ja, ich drehe den Laserbohrer jetzt auf keinen Fall um. Ich schüttel die so hier runter. So. Ui. Feuerwehr. Sir, ich orte die Energiesignaturen von mehreren Protoss-Relikten in der Gegend. Genau, das, die Protoss-Relikte hole ich mir dann jetzt gleich, beziehungsweise es geht jetzt los. Tja, wenn wir noch Zeit haben, können wir sie mit dem Laserbohrer freischmeißen. Ja, der geiert die jetzt hier einfach runter. Scheiß, was hat der für Raketen? Javelin-Raketenwerfer. Und Thors Hammer. Wenn der Javelin macht, eigentlich noch heute kriegst du ein bisschen mehr Spaß, mehr Schaden. Wenn wir uns zurück an Call of Duty erinnern. Aber naja. Was ich zum Beispiel herausgefunden habe durch eine Sendung. So eine Javelin zum Beispiel, ein Schuss damit kostet $80,000. Nur mal für wen es interessiert, also ich fand schon krass, dass man so mit dem Tor, die darf man jetzt hier alles durch. Und hier wäre das erste Relikt. Jetzt werde ich mal den scheiß Laser umdrehen und das Relikt dort frei schmelzen. Hier sieht man, dass es quasi sofort durchgeschmolzen wird. Die genaue Lebensanzeige hat das nicht. So. Wäre die erste Protoss-Forschung erreicht. Die zweite liegt dann hier oben und die dritte hier. Moment, so, jetzt machen wir den zweiten Schrein noch kaputt, weil in der Mission sind die quasi dort in diesen Schreinen drinne. Das ist vielleicht nicht so toll, aber okay. Ja,
ja, wie gesagt, das ist eine unverwundbare Einheit, für normale Einheit, die kann man nicht einsammeln. Ich komme wieder. So, jetzt müssen wir hier hin. Da sind immer noch Archons, also nicht der Rede wert, wirklich. Ja, der Tode stampft jetzt hier ganz gechillt zurück. Zur Forschung kann man ja. Und die dritte liegt dann oben. Laufe ich dann hin, wenn die Panzer hier den restlichen, das restliche Zeug zerlegt haben. Einen haben wir jetzt genug. Da kann ich erstmal genug Panzer noch bauen. Söldner brauchen wir eigentlich nicht. Für Fahrzeugwaffen, das klingt interessant. Panzer braucht man nicht mehr. Nur Upgrades dafür. Auf geht's! Wie der geölte Blitz! So, was mir jetzt aufgefallen ist, dass... Speichern! Der Laserbohrer schneidet sich nun durch die Thermalbarriere des Tors. Genau, das war jetzt die dritte Barriere quasi. Jawohl! Ja, wir tun jetzt noch einfach noch mal die Post hinsetzen. Das kann nie schaden. Mir was zu tun. Der TWF hat jetzt den Tor schnell wieder komplett auf 100% gebracht. Das wollte ich nicht unterschätzen. Naja, da müssen wir natürlich jetzt nicht extra reparieren, den scheiß WWF, sondern was soll ich machen? Wir laufen jetzt einfach zu dem nächsten Artefakt hier hoch. Bin schon dabei. Hoffnung, jetzt kommen hier keine Einheiten lang. Was auch eine zweite Option ist, die Mission zu gewinnen, ist nicht, dass man sich durch den Punkt, also durch das Tor durchschneidet, also durch den Tempel, sondern man kann auch einfach quasi die kompletten Protoss-Basen in Schutt und Asche legen. Und wenn man da wirklich jedes Gebäude zerstört hat, kann man somit auch die Mission gewinnen. Also, ja, da ist man aber meiner Meinung nach fast eigentlich schneller, immer den Tempel durchzubohren. Jetzt sieht man den Flächenschaden der Panzer, der ist schon nicht schlecht. Lauter! Wann geht's los? So, hier können wir jetzt jeweils noch einen Panzer hinsetzen. Nur zu! So. Was gibt's? Und dorthin. Gut, damit wäre das letzte Protoss-Relikt.